Wenn mal wieder der kleine Projekthunger kommt, willkommen bei PM Backstage, deinem Projektmanagement-Kanal. Heute Einstieg in das Ressourcenmanagement Teil 1. Rein fiktive Zeitpläne ohne hinterlegte Projektmitarbeiter. Planung eines Projektmitarbeiters in 10 parallel laufenden Projekten mit jeweils 50%iger Beteiligung. Projekte ohne Fortschritt und keiner weiß, warum. Gibt es in deinem Projektumfeld ähnliche Beobachtungen? Dann kommst du an der Einführung eines Ressourcenmanagements nicht umhin. Allerdings gilt es hier, mit Augenmaß zu agieren. Die Einführung von Ressourcenmanagement ist nicht selten ein Eingriff in das kulturelle Selbstverständnis deines Unternehmens. Daher sollte das Ressourcenmanagement sich an den Möglichkeiten des Unternehmens orientieren und nicht an denen von theoretischen Abhandlungen. Ähnlich wie in der Landwirtschaft, so gibt es auch im Projektmanagement unterschiedliche Projektkulturen. Wir müssen nicht sofort mit technischem Gerät auffahren, nur weil wir es können. Vielmehr geht es darum, dem vom Zufall und Risiken gekennzeichneten Projekt Urwald etwas zu lichten und sich vom Jagen und Sammeln in Richtung nachhaltigem Ackerbau zu entwickeln. Was für ein Bild! Kurzum, die Einführung von Ressourcenmanagement professionalisiert das Projektmanagement. Die Schritte dorthin sind überhaupt nicht groß. Die Ängste und Sorgen vor den damit einhergehenden kulturellen Veränderungen, die sind es allerdings sehr wohl. Aus diesem Grund gilt es, konkrete Anforderungen an das Ressourcenmanagement zu beschreiben und alle Beteiligten hierüber zu informieren. Etwaige Sorgen können so zeitnah besprochen und in die Anforderungsbeschreibung mit aufgenommen werden. Gleiches gilt im Übrigen bei der späteren Suche nach einem geeigneten Werkzeug. Schau dir dazu die Folge Anforderungen an PM-Tools an. Ziel muss es sein, das Einzelprojektmanagement an das Ressourcenmanagement heranzuführen und beides zu verbinden. Lass keine Parallelwelten entstehen. Der erste Schritt liegt darin, alle Projekte inklusive ihrer Personalbedarfe zentral zu erfassen. Grundlage bilden die Projektpläne der einzelnen Projekte. Für das Ressourcenmanagement ist hierbei die richtige Flughöhe entscheidend. Zu detaillierte Sichten erzeugen einen zu hohen Planungsaufwand. Zu grobe Sichten lassen Verwerfungen innerhalb von Projekten und untereinander nicht erkennen. Eine Monatsbetrachtung stellt in der Regel hinreichende Informationen für den Einstieg zur Verfügung. Wie es weitergeht, erfährst du im nächsten Teil. Bis dahin, bleib gespannt. Fragen, Anregungen oder Filmwünsche? Dann schreibe mir unten in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis dahin wünsche ich dir viel Glück in deinen Projekten, aber verlasse dich nicht darauf.